Circa 95% können dieses Puzzle nicht lösen. Und das ist kein Clickbait. Dieses Puzzle gibt es wirklich. Das heißt, im Durchschnitt kann nur ungefähr eine Person aus einer Gruppe von 20 Leuten dieses Puzzle lösen. Und jetzt fragt ihr euch zu Recht, welches Puzzle soll das sein? Es gibt ja ganz verschiedene Puzzle. Es gibt Puzzle mit 50 Teilen, mit 100 Teilen, mit 500 Teilen, 1000 Teile, 10.000 Teile und so weiter. Es wäre jetzt also naheliegend, wenn es um ein Puzzle mit sehr vielen Teilen geht. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt noch andere Arten von Puzzlen. Zum Beispiel diese 3D-Puzzle, wo man zum Beispiel eine Weltkugel zusammenbauen muss. Und genau um so ein dreidimensionales Puzzle geht es heute auch. Es ist aber ein besonderes Puzzle. Man spricht von einem sogenannten Twisty Puzzle. Und wie man sich's bei meinem Kanalnamen wahrscheinlich schon denken konnte, geht es um den Zauberwürfel. Laut einer Studie können nur 5,8% der Weltbevölkerung den Zauberwürfel lösen. Und das, obwohl bestimmt jedem in seinem Leben der Zauberwürfel mindestens einmal begegnet ist. Ich würde einfach mal schätzen, dass mindestens jeder zweite Haushalt in Deutschland einen Zauberwürfel hat oder hatte. Und es ist schon sehr spannend, dass ein Puzzle mit so wenigen Teilen so viele Leute zur Verzweiflung bringt. Eine Seite des Würfels hat 9 Sticker und insgesamt sind es 26 Steine. Wenn man einmal das Konzept verstanden hat, wie man das Ganze lösen kann, ist es extrem einfach. Die meiner Meinung nach einfachste Methode, um diesen Würfel hier zu lösen, die verlinke ich euch mal hier oben. Wenn man den Würfel also alleine lösen kann, gehört man schon zu einer ganz kleinen Gruppe von Leuten. Es gibt aber eine noch kleinere Gruppe von Leuten, die den Würfel auch extrem schnell lösen können. Mittlerweile gibt es schon einige Speedcuber, die den Würfel innerhalb von wenigen Sekunden lösen können. Und da rede ich nicht von 10 Sekunden, da rede ich von weniger als 5 Sekunden. Das Ganze ist also schon wirklich sehr, sehr faszinierend. Und wenn man auf eine andere Art und Weise nochmal eine kleinere Gruppe von Leuten herauskristallisieren will, kann man auch noch nennen, dass es auch Leute gibt, die größere Würfel als den 3x3 Zauberwürfel lösen können. Etwa den 4x4, den 5x5, den 6x6 oder sogar noch größere Würfel. Das Coole ist auch, wenn man einmal verstanden hat, wie man den 3x3 lösen kann, dann tut man sich viel leichter damit, auch größere Würfel zu lösen. Falls ihr den 3x3 oder einen von den anderen Würfeln lösen wollt, dann klickt jetzt sehr gerne auf die Playlist, die hier im Video verlinkt ist, oder schaut euch alternativ gerne an, warum es fast unmöglich ist, den Würfel ohne eine Anleitung zu lösen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein und hoffentlich bis zum nächsten Mal.